Im Sport geht es sehr, sehr oft darum, sich zu fokussieren, sich zu konzentrieren. Und in einem solchen Moment kann Achtsamkeit dabei helfen, sich nicht von inneren oder äußeren Faktoren ablenken zu lassen. Laut dem Amerikaner Jon Kabat-Zinn, er gilt als der Begründer der modernen Achtsamkeitspraxis, ist Achtsamkeit die Fähigkeit, sich dem aktuellen Moment zuzuwenden. Also praktisch eine ganz spezielle Art der Aufmerksamkeit, gerichtet auf das, was jetzt gerade im Hier und Jetzt passiert. Und dabei sind zwei Dinge entscheidend. Zum einen, dass das bewusst passiert. Ich mich also wirklich bewusst auf diesen aktuellen Moment konzentriere und zum Beispiel versuche, die Frage zu beantworten, was nehme ich jetzt gerade wahr? Und zum anderen, dass das, was ich dann wahrnehme in diesem Moment, also Gefühle, Gedanken oder auch Körperempfindungen, nicht bewerte und nicht an diesen Empfindungen hängen bleibe oder abschweife in die Zukunft oder in die Vergangenheit, sondern einfach erstmal das wahrnehme, was ist und so akzeptiere, ohne dagegen anzukämpfen. Das Konzept der Achtsamkeit hat seinen Ursprung in der buddhistischen Meditation und ist auch noch weitaus komplexer und hat noch viele, viele andere Ebenen. Aber um es kurz zusammenzufassen, Achtsamkeit hat etwas zu tun mit Aufmerksamkeit und damit, sich Zusammenhänge zwischen Gedanken, Gefühlen und dem Verhalten bewusst zu werden. Im Sport geht es sehr, sehr oft darum, sich zu fokussieren, sich zu konzentrieren auf eine einzelne Übung, auf ein bestimmtes Play im Spiel oder auf den einen Freiwurf. Und in einem solchen Moment kann Achtsamkeit dabei helfen, sich nicht von inneren oder äußeren Faktoren ablenken zu lassen. Also einfach den Fokus beizubehalten. Zum Beispiel eben, wenn man den ersten Freiwurf daneben geworfen hat. Dann passiert es sehr, sehr schnell, dass man denkt, ach Mann, ich schon wieder, den nächsten treffe ich doch auch nicht. Und so negative Gedanken hat. Und ich glaube, es ist klar, dass solche Gedanken nicht hilfreich sind. Ganz im Gegenteil, das kann einfach dazu führen, dass noch mehr Stress ausgelöst wird. Und eine achtsame Haltung wäre in diesem Moment zu akzeptieren, dass der Freiwurf daneben gegangen ist. Ich werde das nicht mehr rückgängig machen können, egal wie sauer ich auf mich bin. Das ist Vergangenheit. Und ich weiß auch noch gar nicht, ob der nächste Wurf drin sein wird. Das ist Zukunft. Was ich aber kontrollieren kann, ist so dieser Moment dazwischen, der aktuelle Moment und wie ich jetzt mit diesen Gedanken und mit meinen Gefühlen umgehe, die als Reaktion auf den verworfenen Freiwurf aufgekommen sind. Ich merke vielleicht, dass ich mich ärgere oder ich schäme mich, aber dieses Gefühl führt nicht dazu, dass ich den Kopf hängen lasse oder frustriert werde, sondern ich akzeptiere, dass es so ist, dass ich mich so fühle, wie ich mich gerade fühle. Wobei super wichtig ist zu sagen, dass Akzeptieren oder Akzeptanz nicht heißt, dass ich das alles gut finde. Also auch eine achtsame Person wird geblockt oder auch eine achtsame Person trifft nicht jeden Wurf und ärgert sich. Das gehört zum Sport dazu. Aber was anders ist und wo Achtsamkeit eben helfen kann, ist dieser Umgang mit dem Ärger oder mit den Gefühlen. Und je länger ich Achtsamkeit übe oder praktiziere, desto einfacher wird es mir fallen, auch diese Haltung einzunehmen. Gerade zu Beginn ist es aber schwer, weshalb Achtsamkeit wirklich etwas ist, was man konsequent üben muss, genau wie den Wurf. Und wenn man es zu Beginn nicht schafft, sich ja von den Gedanken loszukommen auf den aktuellen Moment, dann ist wirklich allein die Tatsache, dass man sich über diese Gedanken und auch die Reaktion bewusst wird, super viel wert. Man lernt dadurch vielleicht auch zu verstehen, ja, wie man selbst auf so eine Situation reagiert, wie man tickt, was löst denn überhaupt so ein verworfener Freiwurf bei mir aus? Und wenn man einem das bewusst wird, dass man vielleicht immer wieder sofort negativ mit sich selbst anfängt zu reden oder irgendwie ein schlechtes Gefühl entsteht, dann kann man daran arbeiten und auch versuchen, diese erlernten Reaktionsmuster vielleicht zu verändern. Und das kann dann langfristig dazu führen, dass man mit starken Gefühlen im Wettkampf oder auch im Training besser umgehen kann. Die Forschung im Bereich Achtsamkeit und Sport ist noch sehr, sehr jung. Fest steht aber, dass achtsamkeitsbasierte Trainings im Sport wirklich viel Potenzial haben. Und es gibt mittlerweile auch sehr viele verschiedene Programme, die versuchen, Achtsamkeit und Sport zu, ja, oder Achtsamkeit in den Sport zu integrieren. Allgemein kann Achtsamkeit bewirken, dass ich eine neue Sichtweise auf mich selbst entwickle, auch neue Erfahrungen darüber mache, ja, wie meine Gedanken, meine Gefühle und mein Verhalten miteinander zusammenhängen und sich gegenseitig beeinflussen. Und es gibt viel Forschung dazu, dass durch regelmäßiges Achtsamkeitstraining Stress reduziert werden kann, dass das Wohlbefinden steigt und auch sich das Körpergefühl verbessert. Und gerade diese Wahrnehmung von Körpersignalen, sind
oder können super wichtig auch für den Sport oder für die Sportlerinnen sein, um Verletzungen vorzubeugen oder auch um den Umgang mit Schmerzen zu verändern. Zuallererst muss man sagen, Achtsamkeit ist kein Wundermittel. Es reicht jetzt nicht, einmal achtsam Tee zu kochen und dann habe ich den totalen Einblick in mich selbst. Achtsamkeit ist ein übendes Verfahren und es sollte wirklich auch optimalerweise täglich praktiziert werden, damit es auch eine Wirkung haben kann auf neuronaler, aber auch ja, auf Gefühls- oder auch auf die Verhaltensebene. Und alle gängigen Achtsamkeitstrainings oder Programme dauern auch mindestens 8 Wochen. Und wirklich 8 Wochen super strukturiert mit täglicher Routine, täglichen Übungen, täglichen Sitzungen. Und diese 8 Wochen sollte man auch einplanen, bevor man Achtsamkeit im Training oder auch im Wettkampf einsetzen möchte. Also es ist wirklich nichts, was von heute auf morgen passiert. Und auch die Umsetzung oder wie ich Achtsamkeit praktiziere, ist super individuell. Es gibt sehr viele verschiedene Arten von Übungen, zum Beispiel geleitete Meditationen, wie den Bodyscan oder so Gehmeditation oder auch bestimmte Arten von Yoga. Aber es gibt auch informelle Übungen, die man immer wieder im Alltag einsetzen kann, ohne dass man das jetzt groß planen oder strukturieren muss. Und Achtsamkeit kann zu Beginn wirklich sehr anstrengend sein, weil man einfach auch viel abverlangt vom Gehirn. Und wie gesagt, es ist auch gerade im Alltag kann es wirklich helfen, sich auf Apps zurückzugreifen, die es mittlerweile wirklich viele gute Apps gibt, wie zum Beispiel 7Mind, Calm, Headspace oder andere Materialien auf YouTube oder Spotify. Es gibt so viele Anleitungen und Möglichkeiten, auch Achtsamkeit in den eigenen Alltag zu integrieren. Was aber eigentlich so immer hilft, sich auf den aktuellen Moment zu fokussieren und was man auch immer dabei hat, ist der eigene Atem. Es klingt immer so simpel, aber es ist auch wirklich simpel. Man kann es ja gerne einfach mal ausprobieren, zum Beispiel im Rahmen einer sogenannten Stoppübung. Es sind einfach nur 4 Schritte. Der erste Schritt ist Stopp, kurz innehalten, einfach mal für einen Moment innehalten und Pause machen mit dem, was man gerade tut. Dann Schritt 2, wirklich einmal mit voller Aufmerksamkeit ein- und ausatmen, sich wirklich bewusst auf den Atem konzentrieren. Dann Schritt 3, einmal beobachten, was passiert gerade bei mir auf körperlicher Ebene, gedanklich, welche Gefühle nehme ich gerade wahr. Und dann Schritt 4, weitermachen oder vielleicht auch verändern, je nachdem, was sich richtig anfühlt. Vielleicht habe ich gemerkt, oh, ich sitze irgendwie schon die ganze Zeit in so einer komischen Haltung, ich muss mich vielleicht mal anders hinsetzen. Das habe ich vorher gar nicht wahrgenommen, aber jetzt durch dieses Innehalten ist es mir bewusst geworden, dann kann ich was ändern. Oder vielleicht ist es auch einfach nur ein positiver Gedanke, den ich auf einmal habe. Also man kann es einfach mal versuchen, mindestens einmal am Tag, würde ich sagen, egal in welcher Situation. Das bekommt ja auch keiner mit. Das ist wirklich was ich sozusagen für mich machen kann und einfach mal ausprobieren.